Herzlich willkommen. Weiter geht's mit mechanischen Wellen, Abschnitt 2. Wir kümmern uns jetzt um zweidimensionale Wellen oder auch planare Wellen. Zunächst mal wieder Entstehung und Ausbreitung. Dazu gibt es einen sehr schönen Versuch in der sogenannten Wellenwanne. Und die stelle ich euch jetzt mal kurz vor. So, hier sehen wir die Wellenwanne. Das Gerät zur Drucklufterzeugung. Und auch für das Stroboskop. Oben ist nämlich eine Lampe, die beleuchtet die Wasseroberfläche. Das wird dann durch diesen Spiegel reflektiert und kommt hier auf diese matte Kunststoffscheibe, sodass wir das Geschehen auf der Wasseroberfläche direkt hier sehen können. Wenn ich da oben eben das Stroboskop einschalte, dann kriegt man bei der richtigen Frequenzeinstellung sogar ein Standbild von der Wasseroberfläche. Da seht ihr jetzt so einen punktförmigen Wellenerzeuger. Da kommt dann einfach hier die Druckluft und sorgt hier mit einer bestimmten Frequenz für Druckluftstörungen auf der Wasseroberfläche. Okay, hier sehen wir jetzt sehr schön diese kreisförmigen Wellenfronten, die sich ausbreiten. Wie gesagt, die hellen Kreisringe sind die Berge, da ist die Wasserfläche oben, wirkt wie eine Sammellinse, und die dunklen Kreise sind die Täler. Und jetzt schalte ich noch das Stroboskop ein und bei der richtigen Frequenz bekommen wir dann tatsächlich ein stehendes Bild. Okay, und sensitive Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht sogar Epilepsie haben, sollten jetzt dringend abschalten und sich das nicht antun. Es wandert ein bisschen, das heißt, ich habe die Frequenz nicht ganz getroffen, aber da machen wir jetzt nicht ewig rum. Also das punktförmige Quelle. So, hier sehen wir jetzt so einen länglichen Erreger, der parallele Wellenfronten erzeugt. So, wir probieren es wieder mit dem Stroboskop. Und zack, im Stroboskop liegt stehende parallele Wellenfronten. Gerade da ganz am Anfang kriegt man es natürlich nicht schön strichförmig hin, weil da auch noch die Wanne ein bisschen schief ist und es da gerade aufliegt. Aber danach, denke ich, sieht man sehr schön die ebene Welle mit parallelen Wellenfronten. Okay, wie wir gesehen haben, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Wellen, die ich da anregen kann. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber mit den beiden werden wir hauptsächlich arbeiten. Das eine Mal hat man hier diesen punktförmigen Erreger, wo nur da die Druckluft in einer bestimmten Frequenz rauskam. Und dann haben wir gesehen, bilden sich solche kreisförmigen Wellen. Jetzt zwei ganz wichtige Begriffe, die man nicht durcheinander bringen darf. Hier in blau gezeichnet sind die sogenannten Wellenfronten. Das sind immer die Orte aller Teilchen, die in Phase schwingen. Meistens sind es die Berge. Bei der Wellenwanne ist es nämlich so, da wird er von oben mit Licht projiziert und wir sehen die Projektion auf dieser Seitenfläche. Wenn ich jetzt gerade einen Wellenberg habe, dann ist es so, dass das Licht, das hier einfällt, das wird hier wie von einer Sammellinse gebündelt. Das heißt, wir sehen da was Helles. Also diese hellen Ringe, die wir gesehen haben, das waren gerade die Berge. Wenn ich hingegen gerade ein Wellental habe, also so eine Einbuchtung auf der Wasseroberfläche, wirkt es wie eine Zerstreuungslinse und zerstreut das Licht eben. Das heißt, die Täler sieht man als dunkle Ringe. Das ist ganz grundsätzlich bei dieser Wellenwanne zu beachten. So, also ihr könnt euch immer vorstellen, hier sind jeweils Wellenberge, das heißt, da sind die Wasserteilchen gerade maximal oben. Dementsprechend ist dann auch der Abstand zweier solcher Wellenfronten gerade die Wellenlänge. Weil hier habe ich einen Berg und hier habe ich den nächsten Berg. Und der Abstand zweier benachbarter Berge ist eben gerade die Wellenlänge. Dann gibt es hier in Rot eingezeichnet geometrische Hilfsstrahlen. Und wie gesagt, das nicht durcheinander bringen. Das Blaue ist tatsächlich, was physikalisch passiert. Da bewegt sich die Wasseroberfläche, das deutet man durch diese Wellenfronten an. Die Wellenstrahlen sind gerade die orthogonalen Linien zu den Wellenfronten. Also in dem Fall Radien, die vom Mittelpunkt aus nach außen laufen, kann man beliebige Richtungen zeichnen.
und durch diese Pfeilrichtung deutlich an, wie sich die Welle gerade ausbreitet. Das ist ein Wellenstrahl. Das ist an sich nichts Physikalisches, sondern eben eine geometrische Hilfslinie. Was aber bei der Vorstellung sehr hilft, ist Folgendes. Ihr setzt euch jetzt mal dahin und schaut nur entlang dieses Wellenstrahls. Also ihr guckt nur diesen kleinen Abschnitt der Welle an, entlang dieses roten Wellenstrahls. Und dann seht ihr genau eine eindimensionale Wasserwelle, die hier nach außen läuft. Ja, also euch erscheint dann die Bewegung der Wasseroberfläche, wenn ihr nur in diesem engen Korridor schaut, wie eine eindimensionale Welle hier von der Seite gezeichnet. So müsst ihr dieses Bildchen verstehen. Also das ist die Draufsicht. Die Wellenfronten sind dann gerade hier diese benachbarten Berge. Dazwischen haben wir die Wellenlänge. Die sieht man, wie gesagt, als helle Ringe in der Projektion. Und hier dazwischen sind die Wellentäler. Also immer hier eine halbe Wellenlänge weiter ist gerade ein Wellental. Okay, das wären die kreisförmigen Wellen. Dann haben wir gesehen, wenn wir hier so einen länglichen Erreger nehmen, wo überall die Druckluft rauskommt, dann entsteht eine sogenannte ebene Welle. Das ist ein bisschen ein verwirrender Ausdruck, weil die verlaufen ja alle innerhalb einer Ebene, aber das hat sich eben so eingebürgert. Da ist klar, die Wellenfronten sind hier einfach parallele Linien und die Wellenstrahlen sind die orthogonalen dazu, die hier auch parallel sind. Vielleicht auch deswegen ebene Welle, weil die Wellenstrahlen hier immer parallel verlaufen, nicht so wie hier. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Und auch hier könnt ihr euch wieder vorstellen, Blickrichtung entlang eines Wellenstrahls gibt ein solches Bild. Und jeweils hier wären die Wellenberge und entsprechend haben wir hier die Wellenlänge Lambda als Abstand zwischen den Wellenfronten. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Konzept. Wenn ich eine solche ebene Welle, in dem Fall, auf ein Hindernis zulaufen lasse, also hier zwei Plastikwände, die ich in die Wellenwanne reinstecke und die haben einen kleinen Abstand zwischendrin, also eine kleine Öffnung. Dann schauen wir mal kurz, was da passiert. Parallele Wellenfronten laufen auf eine kleine Öffnung zu. Hier ist die kleine Öffnung, da sind zwei so Metallstreben. Ich zeige es euch kurz. So, hier seht ihr das Hindernis. Wand mit einer kleinen Öffnung. Und man sieht eben sehr schön diese halbkreisförmigen Elementarwellen, die dahinter entstehen. Jetzt habe ich den Spalt noch ein bisschen enger gemacht. Da sieht man noch schöner, wie sie sich ausbilden und wirklich perfekte Halbkreisform haben. Und man erkennt sehr schön, hinter diesem Hindernis, hinter dieser kleinen Öffnung entstehen halbkreisförmige Wellenfronten. Und der Abstand derer ist gleich groß wie der Abstand hier. Das heißt, die einlaufende ebene Welle hat dieselbe Wellenlänge wie diese halbkreisförmigen Wellen, die da rauslaufen. Und so etwas bezeichnet man als Elementarwelle. Grund wird gleich klar. Auch noch wichtig, dabei ist es egal, ob das hier eine ebene Welle war oder ob eine kreisförmige Welle auf dieselbe Öffnung zuläuft. Auch das schauen wir uns kurz an. Hinter diesem kleinen Spalt, ich zeige ihn gleich nochmal, den erkennt man nicht ganz so gut, sieht man jetzt diese halbkreisförmigen Elementarwellen. Also auch hier entstehen wieder genau solche halbkreisförmigen Elementarwellen und die Wellenlänge ist wieder gleich. Dementsprechend auch die Frequenz dieser Welle, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit ändert sich hier offensichtlich nicht. Ich habe rechts und links von dem Hindernis dieselbe Wassertiefe, dasselbe Wasser, damit gleiche Ausbreitungsgeschwindigkeit. So. Diese Elementarwellen verwenden wir jetzt im sogenannten Huygens'schen Prinzip. Huygens, bin ich sicher, wie man es richtig ausspricht. Christian Huygens, großer Naturforscher, Wissenschaftler im 17. Jahrhundert und scheinbar der genialste Uhrmacher, der jemals gelebt hat. Christian Huygens hat ein geometrisches Prinzip formuliert, mit welchem man die Ausbreitung von Wellen gut beschreiben kann. Das Problem ist, es ist ein geometrisches Prinzip und ich habe so meine Probleme damit, dass es nicht ganz zur Physik passt. Also hier bei den mechanischen Wellen kann man es noch gut akzeptieren, das erkläre ich gleich. Das Schlimme ist, das wird auch in der Optik verwendet. Da hat es überhaupt nichts zu suchen. Reden wir aber später drüber. Also Huygens hat Folgendes gesagt. Wenn ich eine solche Wellenfront habe zu irgendeinem Zeitpunkt t, dann kann ich jeden Punkt dieser Wellenfront als Ausgangspunkt einer neuen Elementarwelle betrachten. Jetzt kommt das Komische. Das wird auch immer totgeschwiegen in den Schulbüchern. Die ist halbkreisförmig, das heißt, die entsteht nur in Ausbreitungsrichtung.
Was ich verstehen kann, ist, hier schwingen ja gerade Wasserteilchen zum Beispiel. Dann schwingen die an jedem Ort und jetzt ist einsichtig, dass jedes Wasserteilchen so eine kleine Welle erzeugt. Aber was mit der rückläufigen Welle passiert, warum die sich aufheben sollten oder auslöschen, ich weiß es nicht. In dem Sinne muss man das mehr als ein geometrisches Prinzip verstehen, was uns später sehr helfen wird, Brechung, Beugung und Reflexion mathematisch auch zu verstehen, aber es hat eben physikalisch seine Grenzen. Also wir tun so, als würde jeder Punkt dieser Wellenfront eine halbkreisförmige Elementarwelle erzeugen, in Ausbreitungsrichtung wohlgemerkt. Und wenn ich jetzt die einhüllende all dieser neuen Elementarwellen nehme, dann bekomme ich die neue Wellenfront und damit habe ich die Ausbreitung der Welle geometrisch beschrieben. Also wenn ich hier mir das anschaue, all diese Halbkreise, wenn ich hier selber schon mit dem Kreis gestartet bin, das ist nicht so überraschend, die haben als einhüllende, also als gemeinsame berührende, wieder so einen Kreisausschnitt. Und damit wäre die Wellenfront ein Zeitpunkt Delta T später, soweit haben die sich dann eben ausgebreitet, wieder so ein Kreisausschnitt. Und das hier wären meine Wellenstrahlen. Und da, wie gesagt, kann man auch noch teilweise die physikalische Realität dahinter sehen. So, hier drüben sehen wir eine Wellenfront anderer Gestalt, jetzt nicht mehr halbkreisförmig oder irgendwie gerade, sondern irgendwie so. Auch da kann ich das Huygens-Prinzip wieder anwenden. Ich sage, jeder Punkt hier auf der Wellenfront wird Ausgangspunkt einer solchen halbkreisförmigen Elementarwelle. Wenn ich dann die gemeinsame berührende oder einhüllende suche, dann kriege ich hier die neue Wellenfront. Und jetzt passiert schon was Interessantes. Wenn ich hier ein Hindernis hinbaue, dann hat hier diese letzte Elementarwelle, okay, ich muss kurz was ändern, Entschuldigung. Okay, jetzt passt es einigermaßen. Hier an diesem Punkt entsteht jetzt die letzte Elementarwelle, also dieses Wasserteilchen, das da schwingt, regt wieder so eine Elementarwelle an. Hier oben ist die Situation klar, also ihr müsst euch ganz viele von diesen hellgrünen Wellen vorstellen. Die einhüllende wird so aussehen und damit ungefähr eine Kopie von der Wellenfront sein, eben jetzt in Ausbreitungsrichtung. Und diese letzte Elementarwelle, die hat keine weiteren Elementarwellen, mit denen sie eine Einhüllende bilden könnte. Das heißt, jetzt wird dieses Ding hier, dieser letzte Viertelkreis, wird zur neuen Wellenfront. Und jetzt haben wir was Spannendes. Jetzt sagt nämlich dieses geometrische Prinzip voraus, wenn wir einfach mal voraussetzen, dass das stimmt, weiß man ja nicht. An einem solchen Hindernis wird man klassisch naiv erwarten, dass einfach die neuen Wellenfronten hier auch aufhören und sich so ausbreiten. Huygens sagt uns, nein, nein, es wird jetzt hier eine neue Wellenfront entstehen, die in diesen klassischen Schattenbereich hineinragen wird. Und das ist das Phänomen der Beugung und das existiert tatsächlich. Also das ist ein erster kleiner Triumph von diesem Huygens-Prinzip. Ich kann es nur noch mal betonen, es ist ein geometrisches Prinzip, um uns zu helfen, Wellenausbreitung zu beschreiben. Nicht mehr und nicht weniger. Und es wird uns noch oft nützlich sein, aber man sollte im Hinterkopf behalten, es hat so seine physikalischen Probleme oder geht auf gewisse Dinge nicht ein. Also hier Prinzip der Beugung, auch da schauen wir uns jetzt noch schnell im Versuch an. So, zum Huygenschen Prinzip. Jetzt haben wir hier ein Hindernis mit vier relativ breiten Öffnungen. So, und dahinter sehen wir jetzt, ganz vorne erkennt man mit ein bisschen gutem Willen die halbkreisförmigen kleinen Elementarwellen und deren Überlagerung, deren Einhüllende geben die neuen Wellenfronten. Und da sieht man, hier entstehen fast wieder parallele Wellenfronten. Das heißt, aus vier kleinen Spaltöffnungen entstehen Elementarwellen, die danach diese Welle hier weiterlaufen lassen. Jetzt ist gerade die Frequenz ein bisschen off, ich versuche sie nachzuregulieren. Okay, jetzt steht das Bild wieder ganz gut. Also nochmal, ihr seht hier vorne die kleinen Elementarwellen und deren Einhüllende. Das sind wieder hier Parallele zu den einlaufenden Wellenfronten. Und man sieht auch hier wieder deutlich das Eindringen in den geometrischen Schattenraum. Und sogar auch hier schon Interferenz Maxima und Minima, siehe später. So, jetzt im Prinzip das gleiche wie vorher. Nur, dass das neue Hindernis jetzt ganz viele, nicht mehr so breite Spalte besitzt. So, und jetzt sieht man sehr schön, man erkennt die Elementarwellen so gut wie nicht mehr, man sieht nur noch deren Einhüllende und das sind wieder parallele Wellenfronten, genauso wie die einlaufende Welle, im gleichen Abstand, das heißt, die Wellenlänge verändert sich nicht. Und so kann man tatsächlich auch die Ausbreitung von so einer ebenen Welle mit parallelen Wellenfronten verstehen. Man fasst jeden Punkt der Wellenfront
als Ausgangspunkt einer halbkreisförmigen Elementarwelle auf. Wenn ich die alle überlagere, dann kriege ich in diesem Fall wieder diese parallelen Wellenfronten. Okay, so viel mal als Einführung in die zweidimensionalen Wellen. Im nächsten Video oder in den nächsten Videos werden wir jetzt dieses Huygens-Prinzip tatsächlich verwenden, um die fundamentalen Phänomene der Reflexion, Beugung haben wir schon, und Brechung zu verstehen und auch mathematisch zu beschreiben. Bis dahin, macht es gut.